Mein Mann kommt nicht. Hat er angerufen? Happy Birthday! Ich versuche herauszufinden, ob der Mann, von dem ich dachte, dass er mir näher stehen könnte, ob der so skrupellos und kaltblütig ist, eine Frau zu entführen, um meine Familie zu erpressen. Vincent Berg hat Eva entführt. Du darfst niemandem davon erzählen. Wollen Sie mir auch verraten, warum Sie mich hergebeten haben? Ich warne dich. Was ist das? Das ist die Restlebenszeit Ihrer Partnerin. Hände hoch. Wird's bald! Ich wusste, Sie würden das Richtige tun. Wenn ich bei der Geldübergabe auch nur einen einzigen Polizisten bemerke, ist Ihre Verlobte tot. Keine Sorge, das werden Sie nicht. Wie wollen Sie das jetzt noch verhindern? Ich lasse mir schon was einfallen. Sagen Sie mir, wie es jetzt weitergeht. Sie liefern mir die 90 Millionen. Ich werde Ihnen sagen, wann und wohin. Moment, Berg, eins noch. Bringen Sie Eva mit zur Geldübergabe. Ohne Eva kein Geld. Sie stellen mir Bedingungen. Ich habe Ihnen gerade den Arsch gerettet, verdammt nochmal. Geld gegen Eva. Kommen Sie allein, dann können Sie sie zurückhaben. Und denken Sie daran, die Zeit läuft. Ah, das kannst du vergessen. Die Chefs sind gerade nicht da. Kann denn sonst keiner meinen Urlaubsantrag abzeichnen? Ich wollte halt buchen. Da wäre ich ja an deiner Stelle eh vorsichtig. Wieso? Weißt du, wie lange es die Firma noch gibt? Den ganzen Gerüchten wegen dem Schlossverkauf und so? Ja, aber ich denke, das mit dem Verkauf stimmt gar nicht. Die Lahnsteins hatten doch heute Morgen diese Pressekonferenz, wo sie das alles abgestritten haben. Och, Nicole. Weißt du, das ist wie in der Politik. Da werden auch ständig irgendwelche Gerüchte demontiert und dann... Was dementiert? Ja, habe ich doch gesagt. Auf jeden Fall stellt sich dann raus, dass die Gerüchte doch gestimmt haben von Anfang an. Also ich würde an deiner Stelle noch nicht buchen, denn wahrscheinlich bist du am Ende eh arbeitslos. Na, welches Süppchen kocht die Gerüchteküche denn heute? Nichts. Außer, dass wir bald alle auf der Straße sitzen. Sagt wer? Niemand, zumindest uns nicht. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich dran an dem Schlossverkauf? Du wohnst doch da, also musst du es auch wissen. Ja, eben. Und Rebecca hätte bestimmt was gesagt, wenn es so wäre. Hat sie aber nicht. Geht es um den Verkauf von Königsbrunn? Weißt du irgendwas darüber? Würde ich aber gerne. Also ich würde von meinem Partner schon wissen wollen, ob mein Job in Gefahr ist oder nicht. Ja, und ich finde auch wirklich, dass jemand von denen mal zu uns kommen könnte und uns sagen sollte, was Sache ist. Okay, Leute, offensichtlich habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Es gibt keine Krise, weder auf Königsbrunn noch bei LCL, also Ende der Durchsage jetzt. Geht's wieder? Sie verdammtes Arschloch. Sie haben Vincent Berg zur Flucht verholfen. Dafür bringe ich Sie hinter Gitter. Denke verdammt doch mal, ich konnte nicht anders. Jetzt schauen Sie doch selbst. Scheiße. Wenn Sie Berg hier festgehalten hätten, wäre das Evas Todesurteil gewesen. Wir hätten ihn zum Reden bringen können, wo er die Baumart festhält. Quatsch, Sie bringen doch Berg nicht zum Reden. Ganz abgesehen davon ist er der Einzige, der die Kombination für diesen Bombengürtel hier hat. Und den hätte er nie entschärft, wenn wir ihn hier festgehalten hätten, weil er genau weiß, dass wir ihm nie etwas nachweisen könnten. Wann und wo soll die Übergabe stattfinden? Vergessen Sie es, Helmke. Sie sind raus. Ziehen Sie Ihre Leute ab. Berg lässt garantiert das Schloss beobachten. Lahnstein, treiben Sie es nicht zu weit. Ich könnte Sie jetzt schon festnehmen lassen, wegen Behinderung der Polizeiarbeit und Körperverletzung. Dann tun Sie es doch verdammt noch mal, wenn es Ihnen Spaß macht. Kapieren Sie nicht, worum es hier geht? Sagen Sie mal, halten Sie mich eigentlich persönlich für einen Vollidioten? Wir haben die Manpower und die technische Ausrüstung, um ihn festzusetzen. Aber dafür brauchen wir Ihre Kooperation. Und was mache ich, wenn ihr dann irgendwas passiert? Ein Wort. Und das Lösegeld geht zurück ins Ministerium. Dann will ich Ihre Übergabe mal sehen. Das können Sie nicht machen, Helmke. Das wäre Ihr Todesurteil. Ich werde Sie nicht mit 90 Millionen alleine aus der Staatskasse losschicken. Also, zum letzten Mal. Wann und wo wird diese Übergabe stattfinden? Ich weiß es noch nicht. Ich erfahre es erst kurz vorher.
Suchen nach Noten? Ich bereite das nur rasch vor, Sie können sich das nachher in den Ofen schieben. Ach, geht Sie aus? Ja, zum irischen Vogtansamt. Irischer Vogtansamt, wow. Sie machen also ernst? Ja, natürlich. Der Babysitter kommt um 6, wir haben noch nichts dagegen, oder? Warum sollte ich? Ist doch schön, wenn Sie Ihr Hobby haben. Rate mal, wo ich bin. Weiß ich nicht, beim Angeln? Nein, in Düsseldorf auf dem Weg zu dir. Was? Wieso hast du nicht Bescheid gesagt? Na, ich wollte dich überraschen. Freust du dich denn gar nicht? Doch, natürlich freue ich mich. Wann bist du denn hier? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verfranst. Soll ich jemand mit dem Auto holen kommen? Ach nein, keine Umstände. Ich habe doch deine Adresse und den Rest finde ich schon. Und sonst frage ich mich einfach durch. Oh, du, das wäre aber das erste Mal. Ach, du schon wieder. Als ob ich damit Probleme hätte. Also, bis gleich. Bis gleich. So. Jetzt mal in aller Ruhe. Er kommt mich tatsächlich besuchen. Na, das ist doch mal eine Überraschung. Hat er ja Sehnsucht? Wäre ja auch kein Wunder, wo sie die ganzen letzten Wochenenden nicht zu Hause waren. Ja, hoffentlich ist er deswegen nicht sauer. Warum sollte er? Erinnern Sie mal daran, dass er Sie an Ihrem Geburtstag hängen gelassen hat. Ja, dafür, dass der Wagen nicht angesprungen ist, konnte er ja auch nichts. Was mache ich denn jetzt mit ihm in Düsseldorf? Nehmen Sie ihn doch einfach mit heute an. Oh. Zum irischen Vogtanz. Nee, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Was hat er denn so für Interessen? Nee. Fußball, Trabrennen, Angeln. Aber das können wir nur in schlechtem Stadtpark machen, oder? Dann geht's dir doch ins Schneiders mit ihm. Oh, das ist ja mal eine schöne Idee. Ja, in so einem schnieken Restaurant waren wir ewig nicht mehr zusammen. Und danach zeige ich ihm mein Düsseldorf. Ja, ganz normal. Bombastisch, super. Sagen Sie, kann ich Ihnen helfen? Ich bin nämlich nicht nur eine bombastische Gratisauskunft, nein, ich kann Ihnen auch noch den besten Burrito der Stadt anbieten. Vielen Dank, aber ich trinke um diese Uhrzeit noch keinen Alkohol. Burrito, nicht Mojito, nichts zu trinken, was zu essen, ist sehr lecker. Wo wollen Sie ihn hin? Zu meiner Frau. Gut, und wo ist Ihre Frau? Hier, da. Ich habe vom Bahnhof den falschen Bus erwischt und plötzlich war hier Endstation. Ja, ja. Sie kommen nicht von hier, hm? Nein, zum Glück nicht. Mir ist diese Stadt eh zu unübersichtlich und zu hektisch. Sie kommen aus... Nicht sagen, ich komme drauf. Aus Bergisch Gladbach und Ihre Frau arbeitet hier. Mein Name ist Emilio Sanchez, Ihre Hermann Schumann und Ihre Frau hatte vor 2 Wochen Geburtstag. Richtig? Sind Sie Hellseher oder sowas? Ich habe gehofft, ich könnte ihn dazu bewegen, Frau Baumann freizulassen. Indem Sie an seine Gefühle appellieren? So naiv können nicht mal Sie sein. Ja, ich habe mich in Vincent Park getäuscht. Er ist eiskalt und skrupellos. Willkommen im wirklichen Leben. Schade, dass die Erkenntnis ein bisschen spät kommt. Die Polizei wird doch alles dafür tun, das Leben von Frau Baumann nicht zu gefährden. Glauben Sie im Ernst, dass Berg nicht merkt, wenn die Polizei involviert ist? Glauben Sie das wirklich? Ich muss irgendwie an diese 90 Millionen Lösegeld kommen, ohne dass Helmke daran klebt wie eine Klette. Verdammt nochmal, wäre ich bloß mit Eva gegangen, als ich noch die Zeit dazu hatte. Steht sie todesängst aus und ich kann nicht mal was dagegen tun. Es gibt vielleicht noch einen Weg. Ohne Polizei. Hier. Was ist das? Da steht Bergs geheime Telefonnummer drauf. Sie wissen ja, ich bin außer seiner Tochter die Einzige, die diese Telefonnummer hat. Wenn Sie also mit Berg sprechen wollen, ohne dass die Polizei mithört, bitte.
schon Feierabend? Nee, nur ein bisschen frische Luft schnappen. Ist alles in Ordnung? Ja, klar. Nur der übliche Stress. Ja. Du würdest mir ja auch sagen, wenn es hier irgendwelche ernstzunehmenden Probleme gäbe. Klar. Was für Probleme? Rebecca, ich sehe dir doch an, dass irgendwas nicht stimmt. Du weißt ganz genau, was wir uns nach dem Pelzskandal versprochen haben. Ja, dass wir immer offen zueinander sind. Hör zu, die Leute hier sind verunsichert. Kann es sein, dass an den Gerüchten um den Schlossverkauf doch was dran ist? Ach, immer diese Gerüchte. Wozu haben wir die Pressemitteilung rausgeschickt? Jetzt müssen doch alle wissen, dass Königsbrunn nicht verkauft wird. Okay. Aber irgendwas hast du. Rebecca, rede mit mir. Du weißt ganz genau, dass ich es für mich behalte. Rebecca! Hier bist du. Ich muss dringend mit dir reden. Das ist gerade schlecht. Rebecca wollte mir gerade was ganz Wichtiges sagen. Nein, das glaube ich nicht. Tristan! Rebecca? Also ich will jetzt wirklich wissen, was hier los ist. Ich kann dir nur so viel sagen. Es geht nicht um die Firma. Alle behalten ihren Job. Es ist was Familiäres. Bis später. Ansgar von Lahnstein? Graf Lahnstein, ist Kommissar Helmke wieder bei Bewusstsein? Ja. Wunderbar. Ich möchte Ihnen unseren Treffpunkt für die Übergabe mitteilen. Kennen Sie das stillgelegte Fabrikgelände in Lohhausen? Das mit den Silos? Ja, ich weiß, wo das ist. Gut. Ich nehme an, wir sind uns einig, dass Sie sich weder von Kommissar Helmke noch von jemand anderem dorthin begleiten lassen. Ich komme allein. Sorgen Sie dafür, dass Eva da ist. Natürlich. Dann haben wir alles besprochen. Warten Sie, ich würde gerne noch mal mit Eva sprechen. Ich... Verdammt kurz. Und? Keine Ordnung, habe ich mir gedacht. Gut, dann wissen wir jetzt, wo die Lösegeldübergabe stattfinden soll. Moment, langsam. Haben Sie immer noch nicht kapiert, was für ein Kaliberberg ist? Das ist ja ein total offenes Gelände. Wie will man denn da jemanden verstecken? Haben Sie keine Sorge. Wir wissen, mit sowas umzugehen. Ja, halt langsam. Berg ist garantiert schon da. Der sieht jeden Polizeiwagen auf ein paar Kilometer Entfernung. Hätten Sie keinen Alleingang gestartet, dann müssten wir jetzt nicht dieses Risiko gehen. Und wie geht's jetzt weiter? Sie fahren hin, übergeben das Lösegeld. Sobald Frau Baumann frei ist und Sie beiden in sicherer Entfernung, machen wir den Zugriff. Kriegst du das hin? Ohne die Nerven zu verlieren? Gut, dann verlegen wir die Zentrale jetzt in Ihr Büro. Berg soll glauben, dass alle Polizeikräfte abgezogen werden. Das verbreiten wir auch auf Polizeifunk, falls er den abhört. Und Sie denken dran, jeder Alleingang kann tödlich enden. Mensch, wo bleibt er nur so lange? Fragen Sie doch nach. Herzlich willkommen. Guten Tag. Oh, wie schön, dass du da bist. Bilino, ist das neu? Gefällt's dir? Na toll. Ja, komm doch erst mal rein. Das ist Herr Wolf und Emilio kennst du ja offenbar schon. Angenehm, Schumann. Thomas Wolf, herzlich willkommen, Herr Schumann. Schon viel von Ihnen gehört. Sag mal, hast du abgenommen? Kann schon sein. Alleine mache ich mir ja nicht immer was. Da muss dann schon mal ein Butterbrot reichen. Ja, jetzt bist du ja hier. Ich habe mir gedacht, wir gehen heute Abend vielleicht schön zusammen essen. Hier gibt es ein ganz tolles Restaurant und da könnten wir zwei uns... Ach, Biggelein, nach der langen Zugfahrt würde ich lieber hier bleiben. Und ja, außerdem habe ich nur noch 2 Stunden Zeit. Was? Wieso das denn? Ja, hier in Düsseldorf gibt es doch einen Dia-Vortrag. Fjordfischen in Norwegen. Da würde ich gerne hin. Ach, deswegen bist du hier? Ja, natürlich, aber hauptsächlich deinetwegen. Und ich hatte mir extra den ganzen Abend für dich freigeschaufelt. Brauchst du nicht. Ich weiß doch, dass du dir nichts aus Angeln machst.
Der Kollege ist Abhörspezialist beim BKA. Hier. Ein Peilsender? Damit orten wir Sie auf den Meter genau. Und wozu das Ganze? Wir wissen doch, wo die Übergabe stattfindet. Das wäre nicht das erste Mal, dass der Ort im letzten Moment verlegt wird. Und damit bleiben wir an Ihnen dran. Ich leite den Einsatz von hier. Schön. Wie bleiben wir in Kontakt? Damit. Die Leitung ist die ganze Zeit offen. Und dieses Ding hat genug Reichweite? Im Auto und in den Geldkoffern sind auch Peilsender. Die Verkehrsüberwachung ist zugeschaltet. Zur Not können wir ganze Straßenzüge auf Rot stellen. Ja, das nützt natürlich nichts, wenn einer ihrer Männer zu früh auftaucht. Meine Kollegen haben das Gelände sondiert. Und bislang ist weder Berg noch sonst wieder aufgetaucht. Also der Abzug der Kollegen vom Schloss war anscheinend überzeugend. Berg glaubt, dass sie alleine kommen. Ich bräuchte bitte eine Unterschrift wegen der Geldübergabe. Sie greifen wirklich erst ein, wenn Frau Baumann in Sicherheit ist. Menschenleben haben oberste Priorität. Auch wenn Sie dafür 90 Millionen riskieren? Die Scheine sind markiert. Ach, das heißt, Berg kann mit dem Geld gar nichts anfangen? Das heißt, er würde beim Ausgeben ein paar Spuren hinterlassen. Sie müssen los. Ja. 1,25. Viel Glück. Spiel nicht den Helden. Ich rette Eva. Der Rest ist mir egal. Ich dachte, das Thema hat mir abgehakt. Warum ist Rebecca so hypernervös und du jetzt auch noch? Kim, es bleibt dabei. Niemand hat vor, das Schloss zu verkaufen. Mhm. Und die Berliner Mauer hat es auch nicht gegeben. Okay, hör zu. Irgendetwas scheint da oben tatsächlich los zu sein. Aber Rebecca darf nichts sagen. Nicht bei mir, verstehst du? Und so blöd ich die Situation auch finde, ich muss sie akzeptieren. Also gibt es jetzt doch eine Krise oder was? Ja, scheint so. Aber kein Schwein will uns informieren. Okay, ich kann die Informationspolitik hier nicht ändern. Und jetzt hör auf, mich auszuquetschen. Ich weiß auch nicht mehr, was du. Aber ich, Kim. Ansgar ist dein Vater. Also, wenn du mehr wissen willst, ruf ihn an. Und hör auf, mich zu nerven. Also, ich hätte auch so meine Methoden. Es wissen sowieso schon viel zu viele Leute Bescheid. Was glaubst du, was passiert, wenn die Presse von der Sache Wind bekommt? Dann ist ihr Leben nichts mehr wert. Ja, das verstehe ich auch. Aber es ist Marlene. Ich meine, du kennst sie so gut wie ich. Die würde das für sich behalten können. Sie sitzt bei LCL am Empfang. Da muss nur einmal der Telefonhörer daneben liegen und schon ist es passiert. Ach Quatsch, wir würden doch nicht direkt am Empfang darüber reden. Es ist nur einfach so, dass Marlene merkt, dass ich sie gerade anlüge. Weißt du, wie es mir damit geht? Du lügst sie nicht an, du sagst einfach nicht die Wahrheit. Sag mal, worum geht's hier eigentlich? Hast du Angst, dass sie dir Vorwürfe macht oder musst du einfach alles immer mit ihr teilen? Vielleicht beides? In so einer Situation, da darf einfach nichts nach außen dringen. Ja, vielleicht ist genau das der Punkt. Ich finde, Marlene ist nicht außen. Sie gehört zu mir und damit auch zur Familie. Das macht dir anscheinend mehr Sorgen als das Leben von Eva Baumann. Das ist jetzt wirklich unfair, Tristan. Ich versuche dir gerade klarzumachen, ja, dass ich niemanden damit schade, wenn ich meine Partnerin einweihe. Ansgar ist auf dem Weg zur Geldübergabe. In 2 Stunden sitzt Berg im Knast. Dann ist das ganze Theater vorbei und du kannst sie einweihen, okay? Dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. Dafür, dass die Verkehrsüberwachung mit an Bord ist, hänge ich an verdammt vielen Ampeln fest. Den Verkehrsfluss manipulieren wir nur im Notfall. Schließlich ist Berg auch unterwegs und könnte misstrauisch werden. Ansgar, behalt die Nerven hier. Fahrradfahrer ist nicht das Letzte. Hoffentlich hält sich der Kerl an unsere Abmachung. Keine Sorge. Er würde niemals irgendetwas tun, was Frau Baumanns Leben gefährdet. Raus. Ich dachte, wenn jemand Kaffee möchte. Ah ja, vielen Dank. Ich jetzt raus. Steht er schon da? 30 Sekunden. An der Stelle? Da stimmt doch was nicht. Herr von Lahnstein, hören Sie mich?
Herr von Lahnstein? Verkehrsüberwachung? Habt ihr ein Problem am Münsterplatz? Nein, alles normal. Verkehrsschließen. Ansgar, verdammt nochmal, was ist da los? Redest du mit mir? Ja. Bist du in eine Straßenlaterne gedonnert oder was? Nein, ich hatte nur 30 Erstklässler vor mir. Und der Funkkontakt? Keine Ahnung, Funkloch? Scheiß Technik. Ich fahr doch raus. Was, wieso? Sie wollten den Einsatz doch von hier aus leiten. Nur so ein Gefühl. Also einmal an der Nordsee habe ich direkt vom Steg aus einen Hornhecht ausgemacht. So groß. Hm. Zum Glück hatte ich meine alte Pose dabei. Laufpose? Richtig, Sie kennen sich mit dem Angeln aus. Also, kleiner Haken, nicht zu dicke Schnur. Jetzt brauche ich nur noch einen Köder. Also, schnell den Spinner rausgeworfen und Sekunden später beißt eine Makrele an. Was für ein Glück. Ich habe ein Stück davon als Köder genommen und was glauben Sie? Die Pose war weg. Unter Wasser. Nein. Der Riesenoschi hat angebissen. Und ja, die Spindel an meiner Angel ganz schön zum Quietschen gebracht. Ist er immer noch nicht da? Verdammt. Das gefällt mir gar nicht. Wo zum Teufel sind Sie? Ich bin in Ratingen falsch abgebogen. Es hat ewig gedauert, aber jetzt bin ich ja da. Alles klar, ich sehe Sie. Wie, Sie können mich sehen? Ich dachte, Sie bleiben in der Kommandozentrale. Sagen Sie so, ich hab's mir anders überlegt. Schön. Und jetzt? Ich schätze, jetzt warten wir, bis Berg auftaucht. Können Sie was erkennen? Ich nicht. Sie vielleicht? Verdammt. Was ist los? Die Zeit. Bleiben Sie ganz ruhig. Steigen Sie mal aus, machen alle Türen auf, damit wir sehen, dass Sie allein sind. Wieso soll das denn gut sein? Ist doch klar, dass ich alleine bin. Das wissen Sie. Aber Berg nicht. Na schön. Das darf doch wohl niemals sein. Was zum Teufel soll das werden? Schluss machen. Halt, warten Sie! Ich habe noch eine wichtige Verabredung mit dem Mann, der meine zukünftige Frau umbringen will. Also, die müssen uns mindestens noch 3 Monatsgehälter zahlen, bis sie den Laden dicht machen. Ja, wenn keine Kohle da ist? Keine Kohle? Nicole, ich habe bei den Lahnsteins gelebt. Weißt du überhaupt, wie viele Wertsachen da auf dem Schloss rumfliegen? Du meinst, man könnte die verklagen, dass sie ein paar Sachen verkaufen und uns auszahlen? Stimmt. Darf ich fragen, was das hier werden soll? Wir scannen ein paar andere Modeunternehmen, bei denen wir uns als nächstes bewerben können. Ja, wenn ihr hier nur Kaffee trinkt, anstatt zu arbeiten, dann seid ihr wirklich ruckzuck raus. Sind wir auch sowieso bald. Marlene, ich hab ein Kind. Glaubst du, ich warte hier seelenruhig ab, bis sie den Laden gegen die Wand gefahren haben? Ganz bestimmt nicht. Wenn du jetzt wieder damit ankommst, dass alles in Butter ist, das kannst du sonst wem erzählen. Okay, dann hör zu. Ihr trommelt die Belegschaft zusammen und wir treffen uns alle in 10 Minuten in der Designabteilung, ja? Geht doch. So,
So, jetzt müssen Sie einfach nur noch geradeaus gehen. Dann kommt irgendwann auf der rechten Seite ein rotes Backsteinhaus und das ist es da. Ja. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Wissen Sie, ich glaube, Vicky hätte sich echt gefreut. Was? Ich glaube, sie hätte sich echt gefreut, wenn Sie nur wegen ihr hergekommen wären. Hat sie das gesagt? Nein, natürlich nicht, aber ist doch offensichtlich. Sie haben sich ewig nicht gesehen, dann kommen Sie vorbei, lassen sich bekochen und verschwinden dann wieder zu einem stinklangweiligen Angelvortrag. Der Vortrag ist von Dr. Friedhof Kleinschmidt. Aber das wird dir nichts sagen. Aber du bist doch auch verheiratet, oder? Ja. Und ganz ehrlich, meine Frau würde mir den Arsch aufreißen. Wenn du mal wie Biggi und ich 25 Jahre Ehe auf dem Buckel hast, wirst du das schon verstehen. Biggi weiß, wie wichtig mir das Angeln ist. Das kann ja sein, aber sie wäre trotzdem extrem enttäuscht. Aber das haben sie gar nicht gesehen, oder? Gut, das geht mich auch gar nichts an. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß bei dem Angelvortrag, ja? Danke. Am Münsterplatz haben wir dann die Wagen getauscht. Ich hab gewusst, das stimmt was nicht. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Erst triffst du dich heimlich mit Berg und jetzt die Aktion? Willst du überhaupt, dass Eva Baumann gerettet wird? Ja, das will ich. Eben deshalb habe ich mich ja darauf eingelassen, Frank. Ich glaube nämlich auch, dass sie nur eine Chance hat, wenn Ansgar sich alleine mit Berg trifft. Blödsinn! Die 90 Millionen? Wie erklärst du das meinen Vorgesetzten? Ich dachte eigentlich, Menschenleben stehen an oberster Stelle. Außerdem, das Geld, das ist doch markiert. Elisabeth, hier geht es doch nicht nur um das Schicksal von Eva Baumann. Wenn wir Vincent Berg nicht irgendwann festsetzen, dann geht das immer so weiter. Und ich habe dir gesagt, was bei der letzten Entführung passiert ist. Willst du das? Willst du noch mehr Opfer? Nein, natürlich nicht. Dann sag mir, wo sich dieser Lahnstein mit Berg trifft. Tut mir leid, Frank, das weiß ich nicht. Ich bin so ein Vollidiot. Wo zum Teufel stecken Sie? Leute, hört mal alle zu, bitte. Hoffentlich spricht sie jetzt mal Tacheles. Jessica, willst du oder soll ich? Ich würde gern was sagen, weil es hier ein paar Gerüchte gibt, die sich gerade ziemlich verselbstständigen. Ich gebe euch recht, es sieht tatsächlich danach aus, als gäbe es große Probleme, aber ich kann euch versichern, ich weiß auch nicht mehr als ihr. Nicht mehr? Wir wissen gar nichts. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass wir den Lahnsteins vertrauen können. Es gibt keine Krise, die eure Jobs bei LCL gefährdet. Kein Wunder, dass sie das sagt. Sie ist ja selbst eine. Und warum ist dann bitte die Polizei hier? Das weiß ich nicht. Aber das geht uns doch eigentlich auch gar nichts an. Wir sind hier, um Mode zu machen. Die Fashion Days stehen vor der Tür und es gibt jede Menge zu tun. Die Entwürfe, an denen Rebecca gerade arbeitet, die sind mit das Spannendste, das LCL je herausgebracht hat. Da ist was dran. Also ich habe große Lust, in ein paar Wochen eine fantastische Show zu sehen. Das geht aber nur, wenn wir alle zusammenhalten. Ja, und gilt das für die Chefs auch? Klar. Ich meine, die Chefs können das Schiff auch nur so lange auf Kurs halten, solange wir hier alle unseren Job machen. Es hängt also von uns ab, ob es für uns alle erfolgreich weitergeht oder nicht.
Also ich mache mich wieder an die Arbeit. Ey, sorry, aber ich will irgendwann meinen Urlaub. Und meinen Job behalten will ich auch. Und was ist, wenn bis dahin die Lichter schon ausgegangen sind? Dann haben wir wenigstens bis zum Ende eine großartige Show abgeliefert. Du bist toll. Weißt du das? Kann ich irgendetwas für dich tun? Mitkommen. Und mir zuhören. Ich dürfte es noch nicht sagen, aber ich kann es nicht länger für mich behalten. Ist ja doch mehr übrig geblieben als gedacht. Keine Diskussion, bitte. Ich habe gern für meinen Mann gekocht. Er ist nur ein bisschen konservativ, was Essen angeht. Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Wir ergänzen uns eben. Und ehe Sie jetzt einen völlig falschen Eindruck bekommen, wir führen eine gute Ehe. Etwas anderes würde ich auch nicht behaupten. Mir ist nur aufgefallen, seitdem Sie hier sind, ist meine Familie richtig aufgeblüht. Und Sie auch. Ja, ist doch ganz natürlich. Und ich mache hier viele Dinge, die ich mit Hermann zusammen eben nie gemacht habe. Restaurants austesten, in Ausstellungen gehen. Und Düsseldorf hat da ja auch wirklich mehr zu bieten als Bergisch Gladbach. Ihr Mann geht wohl nicht so gern vor die Tür, oder? Doch, doch. Zum Angeln. Und das ist nun wieder nicht so meins. Tja, dann hat er heute Abend Spaß mit seinen Fischen. Und ihr Abend ist praktisch gelaufen. Das ist nicht so ganz fair. Ja, stimmt schon. Wenn ich das früher gewusst hätte, dann... Die Tanzveranstaltung, die ist doch noch nicht vorbei, oder? Nee. Wie wär's denn, wenn ich sie hinfahre? Und vielleicht sogar mitmache? Also der Babysitter hat sich geärgert, als ich abgesagt habe. Die braucht Geld fürs Studium. Ja, da wär's ja eigentlich gemein, wenn wir sie um ihre Einnahmen brächten, ne? Na? Mhm. Ich ruf sie an. Ich gehe die Tanzschuhe holen. Unser Telefon hast du ihn angerufen. Was glaubst du denn? Er hat sein Handy hier gelassen, da hinten liegt. Er hat doch diesen Knopf im Ohr. Man muss ihn doch irgendwie orten können. Leider nein. Ist eben kein Handy. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Glaubst du, Hans hat eine Waffe? Hoffentlich nicht. Der ist dazu in der Lage, Berg zu erschießen. Und du? Wenn es um Tanja ginge? Es geht nicht um Tanja. Das kannst du getrost vergessen. Ich habe alles Mögliche probiert. Alle Geburtstage, Ansgars, Evas, sogar Tanjas. Hannes. Scheiße, den habe ich vergessen. Wann hat er nochmal Geburtstag? Im März, irgendwann im März. Warte mal, was hat Ansgar nochmal bei seiner Geburt gebrabbelt? Ein Cäsar kommt, ein Cäsar geht. Cäsar, die Ihnen des März, das ist 13, 14, 15. 1503. Das ist es. Verdammt, er hat keine Adresse oder sowas eingegeben. Was ist mit der Navi? Hier. Warte mal, das ist irgendein Industriegelände. Das muss der Treffpunkt mit Berg sein. Alles klar, du sagst Hermke Bescheid. Ja, und du? Ich werde versuchen, Ansgar vor einer großen Dummheit zu bewahren. Entführen? Berg hat gedroht, sie umzubringen, wenn Ansgar irgendjemand davon erzählt. Gott, dann ist Eva ja gar nicht abgehauen. Das war eine Notlüge von Ansgar. Ich hoffe nur, dass diese Übergabe klappt, damit die Polizei Berg endlich verhaften kann. Die arme Eva. Ich wollte es dir sagen, aber Tristan, es tut mir wirklich leid, dass ich dich in so eine blöde Situation gebracht habe. Weil alle denken, du weißt Bescheid. Ja, es ist nicht leicht, im Prellbock zu spielen, wenn man selber keine Infos hat. Aber ich kann total verstehen, warum du nichts gesagt hast. Bitte behalt's für dich her, bis wir Entwarnung haben. Ja, klar. Ich hoffe nur wirklich, dass für Eva alles gut ausgeht. Es wird schon nichts schiefgehen. Was? Was soll nicht schiefgehen? Herrgott, noch mal, wann kommt der Kerl endlich? Thank you.
Haben Sie mein Geld? Die Polizei habe ich woanders hingeschickt. Ich weiß. Ja Gott, jetzt machen Sie schon, die Zeit läuft. Schön langsam. Sonst wird es gleich ungemütlich laut. Das Geld. Weg da. Ja, ja, ist ja gut. Halt aus, Eva, ich bin hier. In Ordnung. Okay. Stehen bleiben. Herrgott, was wollen Sie denn noch? Sicherstellen, dass ich eine ungestörte Weiterfahrt habe. Zurück. Na ja. Los, raus. Raus. Lassen Sie sie los. Die Show ist vorbei. Das sehe ich anders. Es tut mir leid, aber ich habe Rebecca versprochen, nichts zu sagen. Sag mal, spinnst du? Ich bin deine Schwester. Und außerdem bin ich ja wohl weit mehr eine Landstein als du. Ich will jetzt endlich wissen, warum wir alles austicken. Dann ruf doch Ansgar an, aber lass endlich mich in Ruhe. Ich frage aber dich, dann weiß sie jetzt etwa doch mehr? Ja. Rebecca hat sie auf den neuesten Stand gebracht. Oh, ist ja super. Leute, es gibt doch mehr Infos. Nein, tut mir leid. Sag mal, wie war das gerade doch mit dem Schiff, was wir alle zusammen auf Kurs halten sollen? Was ich mit Rebecca gerade besprochen habe, war privat. Das hat mit euren Jobs hier bei LCL nicht das Geringste zu tun. Lahnsteins. Kennst du eine, kennst du alle. Falls dir doch noch was einfällt. Du weißt ja, wo du mich findest. Schumann, guten Abend. Guten Abend. Sie müssen die Tochter sein. Nein, ich bin die Babysitterin. Das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie als Schüler nicht in der Tanzstunde waren. Tanzstunde, das ist doch was für Streber. Ich bin früher mit dem Mofa rumgefahren, hab die Mädels klar gemacht. Ach, Herr Schumann. Guten Abend. Hallo. Na, alles gut gegangen? Hermann. Wo kommst du denn her? Vom irischen Volktanz, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Irischer Volkstanz, zusammen mit Herrn Wolf? Ja, er war so nett, mich zu begleiten. Als du vorhin angerufen hast, da wollte ich das Tanzen schon sausen lassen, aber dann bist du ja zu deinem Vortrag gegangen. So. Also nochmal vielen Dank fürs Aufpassen. Was kriegen Sie denn jetzt? Die sind für dich. Ach, Hermann, das ist ja lieb von dir, danke. Die sind schön. Biggelein, es tut mir leid, dass ich nur so kurz hier war, bevor ich in den Vortrag gegangen bin, aber ich dachte, das wäre für dich in Ordnung. Naja, ein bisschen enttäuscht war ich schon. Warst du wenigstens interessant? Ich habe gar nicht zugehört. Also irgendwie bist du so seltsam. Naja, das ist doch ganz normal. Ich mache hier eben Dinge, die ich mit dir zusammen nie machen konnte. Ja, das ist auch normal. In Düsseldorf ist natürlich viel mehr los. Die italienischen Rouladen, die haben mir eigentlich recht gut geschmeckt. Die kannst du ruhig noch mal machen. Irgendwann. Du, ich habe noch ganz andere Rezepte auf Lager. Ja, von mir aus, dann mach mal. Ist ja nicht für ewig, bis du wieder zu Hause bist und ganz die Alte. Du, ich habe mir noch gar nicht die Hände gewaschen. Berg, lassen Sie sie gehen. Sie bleibt bei mir. Jetzt kommen Sie schon, hier ist gleich alles abgeriegelt. Geben Sie auf. Das wäre das erste Mal. Ich habe auch keinen Scheiß!
Komm raus! Herrgott, jetzt steh nicht so rum, tu was! Schieß! Schieß! To you.